Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kisten Openings Video präsentieren. Und zwar war ich letzte Woche wieder fleißig. Ich meine, ich habe irgendeinen 10er Key geboostet, um dementsprechend ja ein bisschen Gold zu machen. Und netter Nebeneffekt ist quasi, dass ich eine Mythic Plus Kiste hier aufmachen kann. Mal schauen, ob ich irgendwas rauskriege, was mein Gear ein bisschen verbessert. Ich glaube es mal nicht, zumindest waren die letzten gefühlt 10 Kisten eine Niete. Ich habe mittlerweile 447er Gear. Gut, jetzt habe ich gerade Bantic-Zeug an, deswegen ist es ein bisschen niedriger. Und jetzt gucken wir mal, ob ich irgendwas bekomme, um noch vielleicht ein bisschen mehr rauskitzeln zu können. Schauen wir mal. Oh, warte mal, der Würfel, den brauche ich tatsächlich. Na gut, er ist nicht hochgerollt, ne? Warum steht hier trotzdem Kriegsgeschmiede drin? Da ist doch nichts extra drauf. Oder 440 ist 10er Normalu. Der hat kein Tertiärstat. Also, ohne Scheiß, tatsächlich kann ich den gebrauchen. Da ich für Arena noch ein Trinket brauche, das nicht proggt bei irgendwelchen Geschichten. Und zwar habe ich mir überlegt, ne, mit dem Tintenfass zu spielen, aber das kann man anscheinend dispeln. Und den Laser kann man instant kicken, das ist ja E-Trinket, macht keinen Sinn. Und dann ist ein reines Stat-Trinket tatsächlich als zweites gar nicht so verkehrt. Ha, tatsächlich kann ich das brauchen, weil für einen Raid ist im Moment, ja, ich habe jetzt hier Mythic-Clear-Dings da, ne? Also hier Ashara haben wir gestern gelegt, deswegen da, ist jetzt nicht mehr so viel, was ich brauche, aber ich muss noch Arena spielen. Und dafür ist es tatsächlich nicht so schlecht. Das habe ich letzte Season, oder was, vorletzte Season, habe ich die ganze Zeit versucht, den Mythic Plus zu kriegen, auf einem vernünftigen Item-Level und nicht bekommen. Und jetzt ziehe ich es aus der Kiste raus, so ein bisschen unerwartet, aber nice. Das ist, glaube ich, das einzige Item, was aus M-Plus sinnig ist, obwohl es nicht hochgerollt ist. Ja gut, ich freue mich an der Stelle, wird vielleicht den ein oder anderen Einsatz sehen. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so aus eurer Mythic Plus-Kiste rausgezogen habt. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.